Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier in Altenrhein. Wir befinden uns am Bodensee, gleich neben der Grenze zu Österreich, und wir werden jetzt von hier nach Hohenems rüberfliegen. Das liegt gleich hinter Dornbirn und unsere Route wird uns an Höchst vorbei über den Alten Rhein zum Sender der Dornbirner Ach entlang hoch. Am Panoramahaus und am Messepark vorbei und dann werden wir in Hohenems landen. Als allererstes starten wir mal die Maschine. Und bewegen uns dann auch gleich schon direkt zur Startbahn. Wir werden hier nicht wirklich höchsten Realismus erfahren. In erster Linie spiele ich doch zum Spaß. Der zweite Teil, warum ich mich mit dem Flugsimulator beschäftige, ist auch, dass ich mit Blender selber eigene Szenerien baue. Und das werden wir dann sehen, sobald wir in Dornbirn langsam ankommen. So, mit dem Ziel geht es gerade ein bisschen rund, aber wir starten jetzt hier einfach mal kurz durch. So, geht auch schon. Ein bisschen an Höhe gewinnen, dass wir hier über die Bäume gleich mal den Bodensee zu Gesicht bekommen. Cessna Oscar Echo. Mike Alpha Tango is type Cessna 150 280 miles east of St. Gallen. Request flight following. Cessna Oscar Echo. Mike Alpha Tango Zurich approach. Squawk 5527. Squawk 5527 Cessna Mike Alpha Tango. Ich verwende die englische Sprachausgabe, die ist einfach um einiges interessanter und besser anzuhören, als wenn man das deutsche Sprachpaket alleine installiert hat. Dann reden sie auch Englisch, allerdings in Deutsch. Da unten sieht man den Rohrspitz. Direkt dahinter. Jetzt haben wir mal ein bisschen Schub zurück. Allzu hoch müssen wir hier nicht hochsteigen. Man sieht jetzt auch schon auf der rechten Seite das Panoramahaus und den Messepark. Es gibt für die Szenerie noch keine LOD, verschiedene Einstellungen, dass diese erst in bestimmten Entfernungen gerendert werden. Das wird vielleicht irgendwann dann mal noch ergänzt. So, leichter Schwenk, Fußsach, Höchst, befindet sich mittlerweile schon auf der anderen Seite da. Ich verwende zum Navigieren zusätzlich noch Little Nav Map, das mittlerweile in einer Feet.
das ATC-Gequatsche zwischendurch. Little Nightmare ist mittlerweile in einer Beta-Version herausgekommen und unterstützt jetzt die ersten Funktionen des neuen Flugsimulators, und es können auch die Szenerien ausgelesen werden, dass die ganzen Navigationspunkte in dem Kartentool mit dargestellt wird und natürlich auch die ganzen Airports. Da unten, das müsste das Betriebsgelände vom Häusle sein, eine Müllfirma mit Müllberg. Da hinten sieht man die Dombener Ach, und jetzt müsste auch dann bald, wenn man hier vorgehen, da unten sieht man den Sender. In Lauterach rechts daneben, ist jetzt hier nicht so gut dargestellt, ist eine uralte Holzbrücke mit Dach, über die man auch mit dem Auto auch drüber fahren kann, allerdings nur sehr langsam, und immer wieder verfahren sich hier LKWs, die dann hängen bleiben und nicht mehr umdrehen können vor der Holzbrücke, da sie zu schwer sind bzw. auch von der Größe gar nicht durchpassen würden. Wir fliegen jetzt hier über der Bundesstraße Richtung Dornbirn, kommen dann zu Dornbirner Ach und bewegen uns dann weiter Richtung LOIH, der ist da vorne schon auf der rechten Seite zu sehen. Ein bisschen Schub rausnehmen, dann ist die Kläranlage von Dornbirn. Und hier sieht man jetzt auch schon ein bisschen besser das Panoramahaus und der Messepark gleich daneben. Da unten sieht man auch die Schweizer Straße und dahinter gibt es einen kleinen Modellflugplatz. Ungefähr da unter dem Flügel. Der ist allerdings nicht im Simulator, aber vielleicht bauen wir den mal irgendwann. Das wäre auch so der zweite Teil, den ich hier mal so machen würde. Szenerien bauen mit Blender, dann integrieren in den Flugsimulator und das dann auch entsprechend zeigen. So, Klappen raus, Schub zurück. Jetzt fliegen wir mal von der Nordseite her an. Ist sehr ungewöhnlich, machen im Normalfall nur die Segelflieger, da meist der Wind aus der dieser Richtung kommt. Aber momentan gibt es keinen Wind. Von daher könnten wir uns es sowieso aussuchen. So, langsam runter und Touchdown. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in Hohnemes. Wir werden uns jetzt hier ein Plätzchen vor diesem Hangar suchen. Der Sportfliegergruppe Bregenz. Hier sehen wir auch die von mir entwickelten Szenerien. So. Langsam bremsen auf den Herren hier zu. Der Parking-Spot ist ein bisschen doof gesetzt. Lima Oscar India Hotel Traffic Cessna Oscar Echo. Mike Alpha Tango is clear on the runway. So. Lima Oscar
So. India Hotel traffic, Cessna Oscar Echo. Mike Alpha Tango is clear of the runway. Wieder alles ausschalten. Okay. Und er hat diesmal sogar erkannt, dass wir den Motor ausgemacht haben. So, kurze Statistik. Es waren 13 Minuten. Für die paar nautischen Meilen. Ich schaue gerade mal kurz nach im Logbuch von Little Nav Map. Das waren genau 10,3 nautische Meilen und eine Großkreisdistanz von 8. Danke und bis zum nächsten Mal.